Hey Daniel, wir kämpfen heute weiter gegen die Bullshit-Königin. Bullshit in God of War. Ich konzentriere mich mal, denn die ist richtig abgefuckt. Okay. Ja, das war meine Schuld. Ungeil, die Alte. Come on. Holy. Oh, come on. Oh.
Oh. Junge! Nein, 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 mach keinen Scheiß jetzt. Ja, danke. Stunden. Danke, Freunde. Ihr habt die Walküren gerettet. 4 Stunden. Zyklon, wie ist das passiert? Mimir, bist du das? Du wurdest befreit, aber... Freiheit hat ihren Preis, Werteste. Das ist wahr. Zahllose Winter haben wir dem Allvater gedient. Doch erst durch seine Heirat mit der Königin konnten wir einen Hauch von Freiheit kosten. Du bist doch die Königin. Es gibt nur eine Walkürenkönigin, die Göttin Freya. Als Odin ihr die Flügel ausriss, übernahm ich ihr Amt. Doch das war nicht genug für den Allvater. Mit Hilfe einer uralten Magie machte er meine Schwestern böse. Ich wollte Schlimmeres verhindern, indem ich sie dort einsperrte, wo sie niemandem schaden konnten. Doch bald verlor auch ich mich. Sigrun, es tut mir leid, dass ich so nutzlos war. Ich hätte etwas tun können oder es zumindest versuchen. Was hast du jetzt vor? Ich muss mich mit meinen Schwestern vereinen. Gemeinsam können wir die Welten ins Gleichgewicht bringen. Der ewige Segen der Walküren ist euch sicher. Toll, danke. Was machen wir damit? Wir haben gar keinen Platz mehr frei, oder? Ja, geschafft, würde ich sagen. Das scheint dich nicht sehr zu freuen. Es ist schwer, sich über irgendetwas zu freuen, wenn man nur einen Kopf ist. Es freut mich, dass wir die Walküren befreien konnten. Aber so vieles hätte verhindert werden können, wenn nur... Du hast es selbst gesagt, Kopf. Das macht keinen Unterschied mehr. Die Vergangenheit ist vorbei. Aus deinem Mund klingt das ja geradezu erfreulich. Ich bin guter Laune. Die Zwerge werden diesen Herrn brauchen können. Dein Vater hat nichts als sein Ziel vor Augen, was? Auf jeden Fall. Okay, die Zwerge können was damit machen. Freunde, 4 fucking Stunden. 4 fucking Stunden. Also, es
ist Freya die Walkürenkönigin? Sie hat nie was gesagt. Du hast nie was gesagt. Erklär uns das, Kopf. Oder bist du wieder verhext? Keineswegs. Freya war einst Königin der Walküren. Zu ihrer Hochzeit bekam sie die Aufsicht über die Walküren. Als mächtige Warnengöttin verehrten sie sie. Wie sehr war mir bislang nicht klar. Freya ist also die Göttin der Walküren. Oh, der. Rüsten wir dich aus. Ja, dann nächstes Mal. Hat er nicht gesagt, die Zwerge können was damit anfangen? Axtwurf und Zurückrufen mit RB werden unglaublich mächtig. Wo? Okay, wo ist das? Nein. Anbaris Hammer. Dude. Wir haben doch... Ich bin doch nicht bescheuert, oder? Wir haben doch gerade... Ja, der Helm von Sigrun, der Walkürenkönigin. Was mache ich damit? Okay, Brüder, ich muss euch noch etwas sagen. Aus der Zeit, als ihr in Jötunheim wart. Und? Sag es uns. Es geht um Freya. Sie hat mich besucht. Was hast du ihr gesagt? Wo Odin vermutlich ihre Walkürenflügel aufbewahrt. Sie scheint entschlossen zu sein, ihren Kampfgeist zurückzuerlangen. Ich fürchte, der Kreis der Rache lässt sich nicht einfach durchbrechen. Okay. Ich guck gerade. Was, wir sind ja hier eh in der letzten Folge. Die 8 Helme, bla bla bla. So. Bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Dude, das finde ich immer geil, wenn du im Internet dir einen Artikel anguckst, der heißt Sigruns Helm. Ja, und in dem kompletten Artikel kommt nicht einmal Sigruns Helm vor. Warte ganz kurz. Okay. Es sieht so aus, als könnte man den einfach nur verkaufen. What the fuck ist das denn jetzt hier? Hm.
What? Er hat mir nicht mal gezeigt, was ich gerade bekommen habe. Nur, dass wir einen Weltenriss geschlossen haben. Okay, wir gucken nochmal. Ich habe das, wahrscheinlich können wir einfach als Ressourcen das verkaufen. Wenn wir dafür perfekten Asgarder Stahl bekommen. Kennst du Mel-Geschichten, Mimir? Na klar, Kleiner, du brauchst nur zu fragen. Aber ich ziehe das Boot vor. Hier drin ist man so abgelenkt. Okay. Freunde. Dann würde ich sagen, endet unser God of War Let's Play hier. Es gibt nur noch eine ganz kleine Kleinigkeit, die wir machen sollten. Ja, hab geöffnet. Haben wir das jetzt erledigt? Okay. Dann wohl nächstes Mal. Und zwar, Freunde, was macht man, wenn ein Abenteuer endet? Übrigens eine geile Reise. Alles in allem hat mir das Game übel Spaß gemacht. Auch wenn ich sagen muss, dass das Kampfsystem ist übelst responsive und sonst was, aber für meinen Geschmack, ich weiß nicht, die Ausweichrolle, irgendwas hat bei mir mit der Ausweichrolle nicht so geklickt. Aber ihr habt gesehen, wenn ich in the zone war, wie man so schön sagt, dann hat das auch funktioniert. Deswegen, ich glaube, das ist eher ein Ich-Problem als ein Problem von God of War. Mir gefällt Kratos, wie er hier dargestellt wird. Endlich mir gefällt daheim. Atreus. Kommt mir wie eine Ewigkeit vor. Etwas zugig vielleicht, aber viel besser als ständig Baumrinde in der Hose zu haben. Mir hat die Story gefallen, Balde. Ich bin sogar okay damit, dass wir das wahrscheinlich härteste, böseste Cliffhanger-Ende hier haben, was man sich nur vorstellen kann, in dem uns alles Mögliche erzählt wird. Unser Sohn Atreus ist Loki, unsere Frau war auch eine Riesin. Freya ist die eigentliche Göttin der Walküren. Freya hat uns den Tod gewünscht, weil wir ihren Sohn gekillt haben. Es wird Zeit, einfach nur pennen zu gehen und ein bisschen Ruhe zu genießen, Freunde. Zeit zum Ausruhen. Ich schlafe bis zum Frühling. Home sweet home. Mein gemütlich ist es. Ah ja, hier liege ich gut. Schlaf. Schon längst dabei. Was eine Reise, Leute. Jahre später. Was war das? Dein Bogen. Freunde, wie gesagt, vielen, vielen Dank fürs Reinschauen. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Hinterlasst mir gerne ein Däumchen nach oben. Ich hoffe, ich habe alles... Atreus, bist du bereit? Ja, aber ich habe was Seltsames geträumt. Fimbulwinter war vorbei und Thor kam zu uns, hier zum Haus. Es war nur ein Traum. Aber es war so anders. So real. Als wäre es die Zukunft.
Dann beschäftigen wir uns morgen damit. Heute können wir noch einiges tun. Komm. Okay. Beschäftigen wir uns in der Zukunft damit. Ja, wie gesagt, hinterlasst mir gerne ein Däumchen nach oben und einen netten Kommentar. Ich habe das Game durchgezockt. Ihr habt euch gewünscht, dass wir die Walküren noch machen. Ich habe die Walküren noch gemacht. Ich muss ehrlich sagen, die letzten 4 Stunden, die ich aufgenommen habe und die ganze Zeit gegen die Bullshit-Königin gekämpft habe, war jetzt nicht mein Favorit. Aber wie gesagt, alles in allem richtig gutes Game. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut, ich wünsche dir einen schönen Tag. Bye, bye.